Okay. Herzlich willkommen beim X-Tipp-Spieltagstipp. Wir tippen die erste Herren-Landesliga Staffel 2. Ich bin Kevin Reusche. Und ich bin Norman Anton. Beide von Sportfreunde Johannisthal. Und da fangen wir direkt mal an mit der Partie Spandauer Kickers gegen Sparta Lichtenberg. Ich würde sagen, Sparta Lichtenberg 3-1. Da gehe ich mit. Dann meine alte Mannschaft. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei Gato und hoffe natürlich auf einen Punkt, würde aber sagen, Gato gewinnt 2-1. Gehe ich mit, Gato sehr, sehr gut verbessert, heimstark, großer Rasen, 2-1 klingt gut. Dritte Partie, Berolina Stralau gegen ABC. Also nach dem heftigen Auftakt von Spandauer Kickers gegen ABC, denke ich mal, Stralau wird auch zu Hause da nichts anbrennen lassen. Ich würde sagen 4-0. Ja, Stralau immer ein Favorit. Gehe ich mit 4-0. Alles klar, dann kommen wir zur nächsten Partie. TSV Mariendorf, 1897 gegen den SC Charlottenburg. Wünsche ich meinem Kumpel Kevin Gemp viel Erfolg und einem Tor gönne ich ihn auch, aber ich denke mal ein 2-2. Ja, an der Stelle TSV Mariendorf, mein alter Verein, wünsche ich natürlich auch viel Erfolg an dem Wochenende. Gehe ich nicht mit. Mariendorf, eine sehr heimstarke Mannschaft. Ich tippe auf ein 2-1 für die Mariendorfer. Okay, nächste Partie. Berlin-Hiliaspor gegen SC Schwarz-Weiß-Spandau. Ich denke mal, wird eine heiße Partie und ich tippe ein 1-1. Ja, beides Aufsteiger vom letzten Jahr. Gute Mannschaften beide, wird auf jeden Fall ein Unentschieden, gehe ich auch mit. Dann haben wir den Berliner SC 2 gegen FC Spandau. Da denke ich auf einen Auswärtssieg, FC Spandau 3-1. Ja. Ja, gehe ich mit, ich denke mal auch stark verbessert. Spandau auch nochmal eingekauft und BSC letztes Jahr schon knapp den Abstieg entrungen. Ich denke mal auch 3-1 Spandau gehe ich mit. So, jetzt kommen wir zu unserer Partie. Sportfreunde Johannisthal zu Hause gegen den 1. FC Neukölln und wir werden natürlich alles geben, um die Punkte bei uns zu lassen und ich hoffe auf ein 3-1 für uns. Ja, ich würde noch einen Tick weitergehen. Ich glaube, hier auf unserem kleinen Platz machen wir das zu 0, also 3-0 für die Sportfreunde. Das war Tor, du, Tor, ich. Der Anton wird auf jeden Fall noch einen Korb legen. Ja, und ansonsten allen Mannschaften viel Erfolg an dem Wochenende. Und verletzungsfrei. Verletzungsfrei, genau. Sportfrei.